Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Wir spielen die letzten zwei 7-Stern-Parallel-Quests und wir beginnen mit Saiyajin-Krieger. So, wir kommen selbstverständlich mit Super Saiyajin God Son Goku und Super Saiyajin 4 Vegeta mal wieder. Saiyajin-Krieger, besiege Broly. Auf geht's mit den beiden halben Saiyajins hier, fangen wir mal an. Nappa ist mal der Erste, der dran glauben darf. Impossible! Kommst du her, du kleiner Scheiße? So. Lahmen uns mal ein bisschen auf und dann werden wir zum legendären Super Saiyajin. Ah, auf geht's! Wir machen ein kleines Kamehameha. Das natürlich schon zu viel für ihn war. So, wir haben einen neuen Meister. Ich habe Son Goku rumlaufen sehen und konnte mich natürlich nicht wirklich davon abhalten, ihn als Meister zu nehmen, wenn er schon in der Gegend war. So, und wir haben von ihm diesen Nachbildschlag gelernt, den ich gerade benutzt habe. Von dem her, ich bin schon wahnsinnig gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein extrem starkes Kamehameha von ihm lernen werden. Mit Trunks machen wir dann danach wieder weiter, wenn wir mit ihm fertig sind. Oh, wir sollten uns ein bisschen aufladen. Das hätte ich jetzt tatsächlich fast vergessen. Ich habe jetzt eine Woche lang nicht mehr gespielt. Da muss man erst wieder ein bisschen reinfinden, wie jetzt wirklich alles funktioniert. Aber das sollte ja gleich passiert sein. Dürfte nicht allzu lange dauern. So, so einen guten Final Flash. Wow, das war's schon. Das war zu leicht. Trunks, du auch? Wow, cool. Ja, aua, aua, aua. Oh. Come at me. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, und Final Flash. Jawohl. So, dann wenden wir nochmal diesen Nachbildschlag auch bei ihm an. Sag mal. Cool. War so nicht geplant, aber gut. Why not? Now you've done it. So. Das finde ich ziemlich cool. Man kann mit diesem Nachbildschlag ziemlich gut hinter den Gegner kommen. Oder irgendwo hin, wo er gerade nicht damit rechnet und einfach ein Kamehameha drauf knallen. Wichtig ist natürlich, dass man trifft. Ah, das war's schon. Yep. Auf jeden Fall, denn sonst hättest du uns besiegt. So, wo ist denn dieses... dieses tolle Tor da oben? Weiter geht's, ab in den Himmel! Trunks! Und Son Gohan. Wir wollen gleich beide Streit. Na dann, Kamehameha. Jawoll. Oh oh. Shit. Gerade noch geblockt, hey. Oh. Hatte schon fast kein Leben mehr. Jetzt war's das schon mit ihm. Okay. Vegeta und Son Goku. Oh je, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Mit den beiden. Die beiden werden sich nicht so einfach besiegen lassen. Wie die bisherigen Gegner. Und dann kommt Broly auch noch. Die eigentliche Quest heißt ja Besiege Broly. Könnte noch lustig werden. Sag mal.
Lloyd, das sind noch andere Gegner. Möchte ich erwähnt haben, aber erst ist Vegeta dran auf jeden Fall. Mit dem haben wir schon so gut angefangen. Sag mal, geht's noch? Und das war's mit dem Super Saiyajin. Dammit, du sagst es. Du sagst es, Vegeta. Dammit. Aber jetzt haben wir es ja gleich wieder geschafft. Dann wird es zum Super Saiyajin erstmal. Und dann kriegt er seinen Final Flash Up. Er wartet schon so sehnsüchtig drauf. Und genau, das war's. Das ist richtig. Das schaffen wir auch so. Und Son Goku ist jetzt der Nächste. Mal die neue Technik, die er uns beigebracht hat. Oh, schön aufladen. Ganz wichtig. Und dann... Final Flash. Komm, 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 komm. Oh, nicht ganz. Man kriegt dann noch seine eigene Medizin zu spüren, würde ich sagen. Ah, shit. Sieht so aus, Son Goku. Jetzt kommt... Oh Gott, wie geht der erst noch? Holy shit. You had full power. Na, so sieht es aber nicht aus für mich, wenn ich ehrlich bin. Oh, nochmal. Perfekt. Holy shit, hey. Haut ganz schön rein. Der Final Flash. Das war's gleich. Komm. Ah, Mist. Vor allem, wie konntest du so wahnsinnig schnell verlieren? Das würde mir viel mehr Sorgen machen, ehrlich gesagt, wenn ich du wäre. So, na dann. Auf geht's. Kapsellandplatz, da sind wir hergekommen. Es muss noch eine zweite geben, da oben. Wo geht's dahin? Weltraum, okay. Da findet der finale Kampf statt. Na dann, auf geht's. Bardock? Erst noch. Warum kommt jetzt erst noch Bardock? Holy shit. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wer kommt denn dann noch alles? Da kann doch gar keiner mehr kommen. Es waren doch jetzt so langsam alle. Wow. Bardock als Super Saiyajin? Hä? Habe ich was verpasst? Seit wann ist Bardock ein Super Saiyajin? Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern? Boah, da kommt ja noch jemand. Alter! Leute! What? Leute! Das hört überhaupt nicht mehr auf. Alter! So, einfach mal pauschal alle. Oh, oh. Alter, Son Goku mit seinem fetten Kamehameha. Geh bloß weg von mir. Wo ist dein Bardock? Geh her, verdammt. Alter. Oh, shit. Oh, wir sind kein Super Saiyajin mehr. Nein. Das ist schlecht. Das ist jetzt gerade verdammt schlecht. Boah, Lloyd. Ernsthaft? Boah. Ach, dieser verfluchte Blockangriff da, wenn man gerade geschlagen wird. Boah, fuck. Hör halt auf. Dein Scheiß kam ja mehr zu spammen, Son Goku. So, Bardock. Jetzt bist du dran. Sag ich doch. Komm schon. Genau, steh wieder auf. Oh, jawohl.
Also ohne die beiden brauchen wir den Kampf gar nicht erst weiterführen. Ich meine ja nur. So, dann laden wir es mal schnell auf. Komm schon. Ah, verdammt. Ich wollte mich in Super Saiyan verwandeln und keinen Final Flash machen. Verdammt. Komm schon, komm. So, jetzt aber. Super Vegeta 2 und Final Flash. Boah, jawohl. Broly kommt da ja auch noch, na eben. Und den habe ich gerade auch gar nicht mehr gedacht. Also auf jeden Fall war er noch mit angegeben in der Quest. Das war nicht die Haupt, das war das Hauptziel. ihn zu besiegen. Alter. Ernsthaft, Son Goku? Sag mal, reicht schon wieder. Komm, jawohl. Wow, also der Kampf ist echt heftig, hey. Leck. Der Kampf ist richtig heftig. Wo ist er denn, der Son Goku? Da oben. Kriegt er seinen letzten Final Flash ab, hoffe ich. Wie kann er? Er hat kein bisschen Schaden genommen. Wie geht denn das? Jetzt aber. Wow. Jetzt kommt Broly. Das sehe ich anders, mein Kleiner. So, los geht's. One like you will never know. Ah, shit. Komm schon, Final Flash. Ein bisschen hin und her spammen. Anders hat man gegen den keine Chance, glaube ich. Wirklich nicht. Ja, Broly ist schon ein ganz anderes Kaliber. Aber wir haben ja schon die Hälfte von seinem ersten Lebensbalken weg. Oh oh. Wo ist... Ja eben, I know you can still fight. Ah gut, er ist schon wieder aufgestanden. Perfekt. Dann können wir uns weiter um ihn kümmern. Sag mal, hör mal auszuweichen. What? Lässt du das? Haben wir nicht irgendwas zum Team heilen? Nee, haben wir nicht. Verdammt. Himmel? Gibt es da noch einen anderen? Da gibt es doch auch noch ein anderes Tor, hätte ich gedacht. Das habe ich das letzte Mal schon gesucht. Das finde ich gerade gar keins mehr. Unter uns. Wo geht's dahin? Das ist das. Mist. Die Zeit läuft davon. Okay, viel tiefer geht's gar nicht mehr. Das Ende. Da, Gletscher. Jawohl. Okay, da sind wir richtig. Und nicht mal mehr 3 Minuten Zeit. Müssen wir uns beeilen. Wow. Ist das so? Dann wollen wir dich doch mal davon etwas befreien. Wenn es schon überläuft, das ist nicht gut. Oh Mist, ich habe mich gar nicht mehr in eine Super Saiyan verwandelt. Scheiße, das ist schlecht. Geh weg von mir. Spiel halt mit den anderen beiden. Genau. Oh oh. Weg hier. Oh, come on. Genau. Helfen wir ihm mal wieder beim Aufstehen derweil. So, perfekt. Na dann. Final Flash. I'll kill you. Das sehe ich anders. I kill you. Und einmal noch.
Jawohl. Da geht er down. Oh, Gott sei Dank. Someday. Someday? Okay. You're pretty good. That was great. Wow. Der Kampf war wirklich anstrengend, hey. So, jetzt das Attribute boosten. Da auf 80, Gesundheit und KI. Perfekt. Kampf gegen Son Goku vielleicht? Nein. Okay. Dann hätten wir hier noch eine Quest. Offline-Parallel-Quest. Schlimmste Team. Besiege Son Gohan, Piccolo, Vegeta. Das sind auch wieder so wahnsinnig viele Gegner. Fangen wir dabei mal damit an. Ich würde fast sagen, wir machen erstmal die Quest hier. Wenn ich so auf die Zeit gucke, machen wir erstmal damit weiter. Rache der Zufuru-Jin. So, wir kommen mit Super Saiyan God Son Goku und auch Bills mal wieder. Rache der Zufuru-Jin. Besiege Baby als Wehraffe. Das machen wir doch. Sollte im besten Fall kein allzu großes Problem werden. Erstmal schön aufladen. Perfekt. Und dann geht es dadurch. Zufuru. Laden wir mal zum Super Saiyan. Ich hoffe, das hat noch funktioniert. Und dann... Nein, hat es natürlich nicht. Dann machen wir ihn nieder. Aber auf jeden Fall. Na, der Held aber... ganz schön was aus, ey. Komm. Not bad. Alter, also der... bis dem sein Schild da mal weggeht. Das verträgt einiges. Holy shit. Oh oh. Vielleicht sollten wir da weggehen. So, komm, lade ich weiter auf. Dann gehen wir näher hin und hauen ihm so ein Final Flash ins Gesicht. Bringt nichts, gar nichts. Warum bringt es nichts? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Alter. Das ist, wir kitzeln den ja bloß. Wenn überhaupt. Jetzt hat es ein bisschen mehr abgezogen. Endlich mal. Jetzt müssen wir uns selbst dann wieder aufladen. Dann ziehen wir ihm den Rest ab und machen ihn fertig. Boah, die anderen beiden sind auch schon fast down. Das gibt's ja überhaupt nicht. Jetzt aber. Komm, noch mehr hinterher. Nochmal, nochmal, nochmal. Komm, 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 komm. Boah, wirklich. Guck mal auf seinen Lebensbalken. Da ist so gut wie nichts mehr übrig. Aber diesmal geht sein Leben allgemein, auch sein Schutz da etwas schneller weg. Ich meine, es war ja gerade nicht zum Aushalten. Geht es jetzt schon wieder los, dass wir nichts abziehen können? Das laden wir jetzt erstmal wieder auf. Ganz brav, selbstverständlich. Hallo? Was war das? So. Jetzt aber, mein Kleiner. Aber jetzt. Jetzt zieht man wieder nichts ab. What? What's wrong? Is that really the best you can do? Ich habe keine Ahnung, warum jetzt auf einmal alle drei auf einmal K.O. waren. Aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach in der nächsten Folge noch einmal, nachdem wir die andere letzte Quest bei den 7 Sternen erledigt haben. Diese Folge beende ich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.